Hi Leute, Jigsaw hier. Wenn euer iPhone nicht bei eingehenden Anrufen klingelt, liegt das meist daran, dass ihr bestimmte Einstellungen aktiviert oder deaktiviert habt oder es ein Problem mit eurem Anbieter gibt. In diesem Video zeige ich euch 4 Methoden, um das Problem zu beheben, damit ihr bei einem Anruf euren Klingelton wieder hören könnt. Los geht's! Häufigster Grund ist, dass sich das Gerät versehentlich im Stummmodus befindet. Testet einfach den Schalter an der linken Seite eures iPhones oberhalb der Lautstärketasten und stellt sicher, dass der orangefarbene Teil nicht sichtbar ist. Andernfalls zeigt dies an, dass der Stummmodus aktiviert ist, was natürlich dazu führt, dass der Ton eures Geräts stumm geschaltet wird. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr die Klingeltonlautstärke zu niedrig eingestellt habt. Wenn ihr die Klingeltonlautstärke auf eurem iPhone lauter stellen möchtet, geht in die Einstellungen und öffnet Töne und Haptik. Dort könnt ihr den Lautstärkeregler auf Maximum verschieben. Beachtet, dass die Klingeltonlautstärke standardmäßig unabhängig von der allgemeinen Lautstärke eures iPhones ist. Um die Klingeltonlautstärke über die Lautstärketasten ändern zu können, muss die Option mit Tasten ändern aktiviert werden. Allerdings würde ich persönlich nicht empfehlen, diese Funktion einzustellen. Testet auch eure Lautsprecher, indem ihr ein Video oder Musik in einer App abspielt. Wenn ihr Ton hören könnt, bedeutet das, dass eure Lautsprecher in Ordnung sind und zum Beispiel nicht mit einem Bluetooth-Audiogerät verbunden sind. In der Regel ist ein erzwungener Neustart die häufigste Lösung, wenn euer iPhone Probleme oder Fehler aufweist. Beachtet jedoch, dass die Tastenkombination je nach eurem iPhone-Modell etwas unterschiedlich ausfällt. Für iPhones mit Face ID ab dem iPhone X, iPhone 11 oder neuere Modelle führt die folgenden Schritte aus. Drückt kurz die Lauter-Taste und lasst sie wieder los, dann die Leiser-Taste und lasst sie ebenfalls los. Haltet danach die Seitentaste gedrückt. Sobald das Apple-Logo erscheint, lasst die Seitentaste los und wartet, bis euer iPhone neu startet. Diese Vorgehensweise gilt auch für das iPhone 8 und das iPhone SE. Für Informationen zu älteren Modellen besucht die Apple Support-Website. Da viele Apps auf eine Internetverbindung angewiesen sind, stellt sicher, dass ihr in einem stabilen WLAN eingeloggt seid oder eure mobilen Daten ausreichend Empfang haben. Insbesondere bei Anrufen über internetabhängige Apps wie FaceTime oder WhatsApp. Um eure Verbindung neu aufzubauen, aktiviert den Flugmodus im Kontrollzentrum und schaltet ihn nach einigen Sekunden wieder aus. Wenn ihr mobile Daten nutzt, überprüft, ob die jeweilige App Zugriff darauf hat. Öffnet die Einstellungen und navigiert zum Menü Mobiles Netz. Sucht die App, bei der ihr Probleme habt, und stellt sicher, dass diese Zugriff auf eure mobilen Daten hat. Abschließend solltet ihr ein paar letzte Einstellungen überprüfen, die das Problem auf eurem iPhone verursacht haben könnten. Öffnet das Kontrollzentrum, geht zu Helm Fokus und stellt sicher, dass kein Modus aktiv ist. Da der Fokusmodus darauf ausgelegt ist, Ablenkungen wie Benachrichtigungen zu reduzieren, kann er unter anderem auch eure eingehenden Anrufe stumm schalten. Geht als nächstes wieder in die Einstellungen und öffnet das Menü Telefon. Achtet darauf, dass die Einstellung Unbekannte Anrufer stumm schalten nicht aktiviert ist. Andernfalls werden Anrufe von Personen, die nicht in eurer Kontaktliste sind, automatisch stumm geschaltet und an die Mailbox weitergeleitet. Danach geht zu Blockierte Kontakte, um zu sehen, ob ihr versehentlich jemanden aus eurer Kontaktliste blockiert habt. Falls ja, wischt einfach über die Telefonnummer und tippt auf Entsperren, um wieder Anrufe von diesem Kontakt zu erhalten. Okay, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn ihr Fragen habt oder ihr euch wünscht, dass ich ein Video zu einem anderen Thema aufnehme, dann einfach in die Kommentare damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.